Hey Leute, hier ist Anne. Wie ihr wisst, wohne ich ja hier in Kofu relativ auf einer ländlichen Gegend und manchmal fühlt man sich hier schon irgendwie ein bisschen immobil. Aber ab und zu organisiert die Uni bzw. das International Office kleine Reisen extra für die Austauschstudenten, sodass wir halt auch ein bisschen mal in der Umgebung rumkommen, ein bisschen was sehen. Und heute wird es zu einem Kerzenfestival gehen und ich bin mal sehr gespannt, was wir da sehen werden. Das Ganze wurde übrigens doch nicht von unserem International Office durchgeführt, sondern von dem Stadtbüro der Stadt Kaishi, weswegen wir auch einige Character Goods mit dem Stadtmaskottchen bekommen haben. Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg zu einer Weinerei gewesen und auf diesem Weg dahin haben wir uns halt ganz viele Sehenswürdigkeiten mehr oder weniger angeguckt. Die haben uns sehr viel dazu erzählt, wir haben auch ein Guidebook bekommen und jetzt dürfen wir scheinbar erstmal Wein kosten. Und das ist die Weinerei, in die wir reingehen. Ein kleines süßes Häuschen. Wir haben jetzt hier nochmal einen kurzen Stopp gemacht, haben ein paar Buchweizenwaffeln bekommen und jetzt werden wir direkt weiter zum Festival fahren. Wir sind jetzt hier auf dem Kerzenfestival. Weil es ist heute sehr windig. Und dann geht es jetzt gleich wieder zurück nach Kofu. Das Ganze ist übrigens so, dass das hier ganz viele Reisfelder, also Reisterrassen sind. Und sozusagen an diesen Reisterrassen diese ganzen Lichter aufgestellt werden. Und das sieht halt echt schon ziemlich cool aus irgendwie. Ich bin jetzt wieder zu Hause, wie ihr seht. Und ich bin echt ziemlich geschafft. Aber das Ganze war eigentlich ein ganz cooler Trip. Was ich noch sagen wollte, ich habe euch am Anfang erzählt, dass das Ganze von meiner Uni organisiert wurde. Aber eigentlich wurde das Ganze von der Stadt Kaishi selbst, also von dem Stadtbüro organisiert und nur in meiner Uni beworben, mehr oder weniger. Die machen das wohl mehrmals im Jahr für Japaner. Und das war jetzt das erste Mal, dass sie das für Ausländer gemacht haben. Und deswegen waren sie selbst auch so ein bisschen aufgeregt und haben auch gesagt, wir sollen ihnen unbedingt Feedback hinterlassen, weil sie halt wissen so wollten, wie gut das bei uns ankommt. Und ich muss sagen, dass das Ganze echt cool war. Man kommt an Orte, an die man sonst vielleicht nicht so kommt, kriegt noch ein paar Infos dazu und lernt vielleicht auch gleich noch nebenbei neue Leute kennen. Also ich würde das echt cool finden, wenn man sowas öfter machen könnte. Das Beste war aber natürlich, dass es jetzt umsonst war. Das wird bei den nächsten Malen dann wohl wahrscheinlich nicht so sein, weil es eben jetzt nur fürs erste Mal umsonst war. Aber trotzdem auf jeden Fall echt eine sehr coole Sache und ja, damit beende ich das Video jetzt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. If you fall, can you make sure I get it on camera, please?